Mein Name ist Hans Schori. Ich bin der Vater von Yves. Und wir haben unsere erste Driftsaison bei King of Europe gemacht dieses Jahr. Mein Name ist Jürg Jucker, ein guter Kollege von Yves. Wir haben uns durch das Eventcenter kennengelernt, das ich Software mache. Und durch die gleichen Hobby Motorsport sind wir dann auch auf Driften gekommen. Driftmeisterschaft in der Schweiz gemacht, Heimattack miteinander in der Schweiz gemacht. Und jetzt als Spotter dabei, um am Yves und den Hans zu unterstützen, um die Linie besser zu finden und möglichst schnell in den Training erfolgreich vorne mitfahren. Ich bin Michaela Schori, ich bin die Schwester von Yves. Driften und die alles haben für mich Bedeutung. Es ist einfach unglaublich gesehen, wie der Sport geht. Es ist etwas anderes als Bergrennsport oder Rundstrecke. Es hat Show, auch der Rauch ist irgendwie cool. Es ist einfach unglaublich, wie sie sich da querstellen. Es ist einfach ein riesen Erlebnis und ich finde, das muss man einfach gesehen haben im Leben. Allgemeine Informationen für Anfang. Gut, also ich bin der Yves Meyer. Ich tue gerne zeichnen. Wir sind zwar professionell unterwegs in diesem Driftsport, aber hinten dran steht eine Familie, Angela und Michaela, die Freude bekommen haben, die auch ein, zwei Mal mitgekommen sind an so grosse Events. Das Family Project ist sicher etwas Wichtiges daran, weil es ist auch schön, mit der Familie zusammen auf die Rennstrecke zu gehen, so ein grosses Team um sich herum zu haben. Sei es Jürgen, Paddy, Thomas, die alle einfach Vollgas geben. Der Kevin, der hinter der Kamera rumsäckelt, gleichzeitig noch das Heu zu den Felgen auszieht. Ja, es braucht einfach alle und es ist ein Teamsport und ein Familienprojekt. Es ist natürlich ein Vater-Sohn-Erlebnis, das nicht alle dürfen erleben dürfen. Und ich schätze das auch so. Wir sind durch den ganzen Tag zusammen im Geschäft und am Abend gehen wir driften. Und an den freien Wochenenden sind wir auch irgendwo auf dem Rennplatz. Und das sind wenige Jahre, wo man das zusammen geniessen kann. Und
Das schätze ich riesig. Nicht schlecht gewesen, Hans. Du warst zwar auf der Körper oben, aber nicht hinten dran. Von dort ist das nicht so schlecht und du bist ein bisschen Gas. Der Moment, wo du gerade gsi bist, hast du fast nicht gesehen. Also ist gut, gut. Kannst du nochmal angreifen. Ist ein guter Lauf gewesen. Viele Sachen, die am Schluss vielleicht einen kleinen Erfolg gebracht haben, die wir bis jetzt hatten. Results. If you have any question after the break. Und Ostersleben über 170 war der Entry Speed. Und auf einmal ist etwas passiert, das ich vorher noch nie erlebt habe. Ich lenke ein von an und vor der 80 geht irgendwo durch. Also mit irgendwie 160 untersteuern. Natürlich frustriert und auf eine Art habe ich es nicht erklären. Aber es ist klar, wir sind einfach hinten mit so viel Grip unterwegs gewesen, dass dann der Reifen vorne zu wenig Grip aufbauen konnte. Und dort ist natürlich Pirelli ins Spiel gekommen und dann sind wir auf den Trofeo R gekommen. Also Feedback ist sehr, sehr wichtig. Also es ist nicht nur eine Partnerschaft, die lustig ist und wir haben einen Applaus, wenn wir zusammenkommen, sondern es ist wirklich auch ein Austausch. Pirelli braucht auch die Daten. Also wir haben, wenn ich ausholen darf, wir haben Daten aus der Formel 1, obwohl das 13 Zoll Reifen sind und das Auto ganz anders aussieht als alle anderen Autos auf der Straße, hat das extrem viele Daten, Parameter, die man übernehmen kann und in die Technologie der heutigen Reifen einfließen lassen. Sei das vom Aufbau her, von der Karkasse, vom Wulstbereich, von den Mischungen, was ganz, ganz wichtig ist. Und die Autos fahren dort am Limit. Und das Gleiche ist aber auch im Driftbereich, wo wir vom Yves dann Daten bekommen, wo er auch Feedback selber tut uns übergeben. Das wird aufgenommen und das senden wir auf Mailand senden, weil Pirelli ist eigentlich auch engagiert, dass die Motorsportart, die immer wieder am Wachsen ist, also das Driften. Weltweit ist ja das eigentlich etwas, das immer mehr kommt, dass man da kann wirklich entsprechend die richtigen Produkte anbieten für das Segmentfahrzeug. Ich fahre auf der Vorderachse Trofeo. Ich habe ihn jetzt gerade neben mir. Sehr, sehr ein starker Reifen, Semislick-Reifen, also hat UHP-Bereich,
Temperaturbild sehr, sehr hoch, Grip-Level extrem hoch. Das braucht es im Driftsport, weil das Einlenken ist ein Parameter, der sehr, sehr stark muss einbezogen werden. Das heisst, der Reifen tut am Lenkrad drehen und muss die Reifenbewegung gerade mitmachen. Das macht der Trofeo durch seinen Aufbau. Zum einen haben wir sehr, sehr eine steife Karkasse. Der Wulstbereich ist verstärkt, kommt aus der Formel 1 raus. Also dort haben wir auch Winkel, die wir einbauen, dass das Ganze wirklich 1:1 passiert. Und dort ist jeder Millimeter eigentlich sehr, sehr wichtig. Ja, und dann kommt der Reifen zurück, oder respektive man weiss, welches Produkt müssen wir nehmen. Und dann ist aber nicht einfach nur gut und Ende aus, sondern der Bobby und ich sind hier im Eventcenter aufgegangen auf die Piste und haben Öberlang. Einfach im Kreis umgefahren, Kreis links, Kreis rechts, Kreis links, Kreis rechts. Temperatur messen, Luftdruck anpassen, Kreis links, Kreis rechts. Rechts der Reifen, links der Reifen, rechts der Druck, links der Druck. Es ist einfach ein unendliches Spiel. Das Training war geil, wir hatten gute Runs, obwohl es recht viel Traffic hatte, weil es halt dafür ein paar geile Fahrer hatte, von Japan und von Kuwait und von überall. Jetzt die Quali, am Oben immer so ein bisschen das Letzte noch zu machen. Ein bisschen aufgeregt, weil es sind nur zwei Runden. Bei uns sind vor allem im ersten Run gut, das heisst, der erste muss passen. Ja, geht alles. Wir kommen nicht. Vollgas! Da hoffen wir mal, dass da kein technischer Defekt am Auto von Yves Meyer aufgetreten ist. Was ist los, Yves? Schon komisch aus. Es ist natürlich umso frustrierender, wenn du 6 Rennen an Start gehst und 3-mal davon kannst kein Resultat machen, indem dass du wegen dem Fahrzeug liegen bleibst. Und klar, es ist ein HGK Eurofighter, es ist ein Top-Chassis, es hat sehr, sehr, sehr viele gute Komponenten dran, aber es hat auch immer wieder Sachen gehabt, die man müssen sehen oder müssen lernen, dass man das anders bauen kann, dass man vielleicht anderes Material brauchen kann. Und umso bitterer ist es, wenn man nächtelang, kilometerweise durch Europa durchfährt und nachher dann irgendwo zu Greinbach ist und einen Bremshalter abbricht. Und man zum Glück, also ich meine, ja, es hat Auslauf gehabt, aber an einem anderen Ort wäre eine Mauer gewesen. Dann eigentlich wieder zusammenpacken und heimgehen. Weil es ist schon noch. Das ist schon noch hart, so Sachen, wenn du die ganze Nacht unterwegs bist und nachher für nichts rumgekesselt bist.
gut, es war fair, dass wir nochmal gefahren sind. Oder ich hatte unten Halbgas zum Marshall gesagt, aber noch hat der Mike mir gewunken, ich soll raufkommen. Darum bin ich raufgegangen, oder? Und nachher hat der Mike gesagt, was ist das eigentlich? Ich kann nicht zum Mike gesagt, Mike, es ist natürlich nicht nur das Wissen, das ich hatte, sondern es hat auch Partner gebraucht für das ganze Projekt. Und die Partner sind nach und nach entstanden, zum Beispiel die Firma Elftec, Flavio und der Guido. Junge Automechaniker, die aber schon eine riesen Erfahrung hatten in Sachen Rennsportauto. Und ich denke, das war der Schlüssel für uns. Meine Erfahrung, ihre Erfahrung, plus natürlich, sie haben das können umsetzen, was ich hätte wollen. Und am Schluss war es eigentlich ein ganzes Team. Es fährt beim Mechaniker auf dem Rennplatz, es geht weiter mit dem Helfdeck, es geht weiter mit dem Fahrwerk. Fahrwerk haben wir von der Firma KW. KW hat bis dahin kein Driftauto-Fahrwerk gebaut. Und sie haben uns eins gebaut, genau das, wo wir rausgefahren sind, mit anderen Dämpfern, haben sie eigentlich können bauen. Und das ist sicher der Schlüssel zum Erfolg gewesen, dass das Auto so richtig schnell ist. Es ist natürlich nachher richtig geil, wenn du auf Griechenland gehst und du Platz 1 irgendwie den griechischen Lokalmatador hast im Quali, zweit ich und dritt der Daigo Saito. Ich meine, hallo, es ist jeder seinen Traum, gegen den Daigo zu fahren. Und wenn er im Quali noch hinter dir ist, dann ja, was willst du mehr? Hey, jetzt sind wir am Briefing. Immer am Morgen, bevor der Tag anfängt oder das Rennen anfängt, haben wir das Briefing. Geben noch Informationen zur Strecke. Die Judges sagen, was sie sehen wollen. Vor allem auch, welche Linie sie sehen wollen. Vielleicht noch ein paar spezielle Sachen zum Track. Natürlich auch ein Sicherheitsbriefing, also nochmal darauf hinweisen auf alle Sicherheitsausrüstungen. Und ja, jetzt Briefing. Welcome to this morning briefing. Different techniques to initiate the car, starting well, almost from the start, going sideways and sometimes try to straight here and initiate second time. So we still do not give you any instructions how to be there, but up on the track or in the pit? On the track. Yeah. Okay. Like yesterday. Because no, yesterday in the beginning it was a mess in pit lane. Yes. El número soligoso Meyer va a ver digo que to prama ando to mi tío por más entrañable que obedes. Hello guys. I think you have a problem with the sound with the car. Yeah, I think it's not that loud, but we try to make it louder. So be brave. And thank you for that. You have a nice passes here with a great angle and a lot of smoke. Yeah, of course. We always try to produce a lot of smoke and drive with much of angle. So we try the best. It's a very fast car, and it seems it's easy to drive it. Yeah, it's really easy, so everybody can do it. Ένα χειροκρότημα λοιπόν για τον φίλο μας τον Μέγερ. Θα τον δούμε στη συνέχεια, μας εντυπωσιάσει. Πάμε λίγο δυνατά. We'll be right back.
Ja, wir sind auf dem Weg zum Resultat bekannt gegeben vom Qualifying. Zwei Runs hat man ja zum Fahren. Der erste Run war super, also wirklich ein geiler Run reingefahren. Bei der Schlussschikane nicht ganz so nah am Körper wie sonst, aber dafür relativ schnell und viel Winkel. Der zweite Run konnte ich dann all-in gehen und war ein brutaler Run gewesen. Bis kurz vor Schluss habe ich so ein bisschen, sagen wir so, das Wasser ein bisschen zu heiß gekocht. Da hat es mich gedreht, aber ja, no, es war mega cool. Ich habe gesehen, der Igo Saito, Bombe ran, also wirklich richtig geil. Dann der Chantaras, der Griech, auch richtig geiler Run. Eine, zwei, wo ich muss sagen, ja, auch gute Runs gewesen. Ich denke, viert oder fünft. Es ist natürlich umso schöner, wenn du die Saison beendest in Ceres und am Abend kommen dir Leute wie der Mike Brockeur, der Riftserie-Veranstalter oder auch andere Leute, die im Fahrerlager unterwegs sind und sagen, hey Junge, das, was ihr abliefert, ihr kommt hier im ersten Jahr, du hast null Erfahrung, ihr seid ein Team, das klar in der Racing betrieben, aber ihr habt nicht Driftsport betrieben. Ihr kommt hier, ihr fahrt jedem Qualifying vor und rein. Eigentlich nur das Material kann euch aufhalten. Das sind doch richtig motivierende Komplimente und das ist definitiv der Grund, wieso wir im 19. Jahr greifen. Also unglaublich, dass die FIA unser Auto als Beispiel nimmt, als Beispielfahrzeug für den Sicherheitsstandard von FIA Driftfahrzeugen. Der Mike hat das organisiert. Die FIA war eigentlich auf der Suche nach professionellen Fahrzeugen. In dem Driftgremium war klar, im Moment die zwei besten Fahrzeuge in Europa sind sicher bei uns in Silisberg. Die FIA ist zu uns gekommen, hat die Fahrzeuge angeschaut, hat alles fotografiert. Und sie hatten so Freude gehabt, respektive sie haben Freude gehabt, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten, dass wir etwas für uns Unglaubliches bekommen. Wir haben eines Morgens ein Mail bekommen und eine Einladung drin gehabt für den FIA Intercontinental Drift Cup. Ich war natürlich fassungslos gewesen, habe mich umgedreht am Tisch und gesagt, hey, Bobby, was läuft, oder? Was machen wir? Und er hat gerade gesagt, hallo, ich betreibe seit mehr als 30 Jahren Motorsport und ich habe noch nie ein Mail bekommen von der FIA, dass sie mir irgendwie einen Transport oder irgendetwas zahlen auf Tokio, dass wir den fahren können. Und wir gehen fahren. Wir steigen ein, den Flieger, und wir gehen. Wir gehen!
Im Qualifying probiert man nicht die schnellste Runde hinzulegen, sondern den 100-Punkte-Run. Bewertet wird die Linie mit sogenannten Clipping Points. Wie man hier sieht, probiert man möglichst nahe dran zu fahren. Manchmal ist es ein bisschen zu nahe. Dann der Driftwinkel, der Stil und der Speed. Das alles zusammen gibt eine Punktzahl und diese Punktzahl entscheidet über die Startreihenfolge in den sogenannten Battles. In der Regel kommen 32 Fahrer in die Battles rein, das heisst Top 32, Top 16, Top 8, Top 4, grosse und das kleine Finale, bis man dann am Schluss hoffentlich auf dem Podium steht. We'll be right back.
können Ready. Start. Ja. Herzlich willkommen im wunderschönen Naturbiotop von Ceres. Wunderschöne Biosphäre hier, einzigartige Flora und Fauna. Wir zeigen euch heute exklusiv die wunderschöne Biosphäre Ceres. Schön, Gut, also dann nochmal klatschen.